Hallo Jungs und Mädels, also wie ihr wisst, ich reacte ungern auf Videos, aber eine Person hat mal gesagt, ey komm, reacte doch, reacte doch, reacte doch. Okay, diese Person hat mich überzeugt, beziehungsweise nicht überzeugt, aber dieser Person tue ich jetzt den Gefallen und reacte. Und zwar, diese Person, die das öfter mal zu mir gesagt hatte, war Matthias Blocher, aka General Ziris. Und ich reacte heute auf sein Video, was vorhin gerade erschienen ist, mit dem Titel Ehrengames ist Geschichte, das Ende. So, hier habe ich jetzt einmal das Intro übersprungen schon, das müssen wir uns jetzt nicht reinziehen. Wir schauen uns mal an, was er denn zu sagen hat. Ein schweres Video. Bin ich ehrlich, mir geht es auch nicht so gut psychisch gerade. Und ein Video, das mich etwas traurig macht. Aber gleichzeitig bin ich auch erleichtert. Warum? Jetzt in diesem Video. Er hat immer gesagt, Ehrengames war sein Traum, das wollte er sich erfüllen, aber er ist erleichtert, ich verstehe es irgendwo nicht ganz. Okay, wir überspringen mal wieder das nächste Intro. Und herzlich willkommen direkt aus Berlin. Einen Moin. wunderschönen Samstagmorgen. Ja, ihr seht's unten, Ehrengames ist weg. Ich bin nicht mehr Teil von Ehrengames. Ich weiß auch nicht, ob Ehrengames weiter existieren wird, ob es einen neuen Namen geben wird. Da stellt sich mir die Frage, warum, Matthias, bist du nicht mehr Teil von ihren Games? Wo sind die Beweggründe? Das würde ich gerne jetzt mal wissen. Das weiß ich nicht. Ich hoffe es, dass es in irgendeiner Form weitergeht. Vielleicht auch mit ein paar Dingen, die ich gut fand. Aber mal gucken. Ich lasse mich da überraschen. Aber es ging einfach nicht weiter. Und warum? Weil viele Dinge gesagt worden sind, die ich auch falsch gemacht habe. Oh, Matthias, du hast vieles falsch gemacht. Du hast Leute bedroht, Leute schlecht gemacht, Leute beleidigt. Du hast Leute sterben lassen, sozusagen, um Spendengelder zu kriegen, wo nach und nach jetzt wohl rauskommt, es ist da jemand gestorben. Du hast einen Kelvin unter deinen Kommentaren mal als deinen Sohn ausgegeben. Es ist niemals dein Sohn gewesen. Und so weiter und so fort. Stelle doch bitte alles klar, was du bisher verbreitet hast in den ganzen anderen Videos. Oder aber nimm die ganzen Videos offline am besten. Ich denke, das wäre der beste Weg, um diesen Hass, den du geschürt hast in der YouTube-Szene unter den Minecraft-Spielern, den kleinen Minecraft-YouTubern, um diesen Hass einfach zu entfernen. Und wo ich auch gerne zum Teil richtigstellen möchte, aber vielleicht auch erklären möchte. Oder vielleicht auch letztendlich Entschuldigung sagen muss. Entschuldigung, aber auch Dankeschön möchte ich erstmal an alle sagen, die den Weg von ihren Games begleitet haben. Ihren Games war ein Jahr lang ein Traum von mir und der ist auch entstanden und ihren Games existierte. Das hat mir, das hat uns, niemand, aber euch allen bedanken. Aber wie gesagt, ich habe ja es auch mitgeteilt, viele Dinge ändern sich halt im Leben. Und eins davon ist sicherlich auch das, dass wenn irgendetwas mal falsch gemacht wurde, dass dann alles vorgeworfen wird. Wie zum Beispiel, ich bin gar nicht adoptiert und habe keine leiblichen Eltern. Natürlich kann man das auch im Internet nach. Natürlich, Matthias, du hast vieles falsch gemacht. Natürlich wird es dir auch irgendwann vorgeworfen, wenn alle auf einmal kommen. Dann hast du selbst Schuld in dem Moment, weil du hast eben so viel Scheiße gebaut. Und wenn sich das bei den Leuten aufstaut und sich viele Leute treffen und sich unterhalten und die merken, hey, warte mal, der hat mich genauso verarscht wie dich, dann ist doch klar, dass sie auf einmal auf dich zukommen. Das mit deiner Adoption, okay, das ist im Internet nachvollziehbar. Vollziehen, ihr müsst nur Matthias Siris eingeben, dann seht ihr das auf Bosnisch, Jugoslawisch und Serbisch und könnt euch das über Deutsch übersetzen lassen. Aber natürlich gab es dann trotzdem diese Vorwürfe. Dann gab es auch die Vorwürfe, dass ich Okay, ich will jetzt gar nicht über die ganzen Vorwürfe, die ihm gemacht werden, hier diskutieren eigentlich. Denn diese Vorwürfe sind irgendwo nicht nur Vorwürfe, das sind real passierte Dinge, die Matthias selbst zu verantworten hat. Und jetzt in seinem letzten Video sehe ich das jetzt so, dass er da jetzt irgendwie auf Mitleid noch machen möchte. Kann er ja gerne machen. Ich sehe auch die Dislike-Zahlen dort. Ist
Ist nicht verwunderlich, ganz ehrlich. Und die werden noch viel weiter steigen. Er meinte auch in dem Video, man kann gerne unterkommentieren, nur dass er eben beleidigende Kommentare löschen wird. Die Kommentarfunktion ist mittlerweile deaktiviert, was ich nicht so schön finde, denn Kritik konnte der liebe Matthias noch nie ab. Er hat immer Kritik-Kommentare gelöscht und lieber mit seinen ganzen selbst erstellten Accounts bzw. Bots lieber selbst kommentiert. Damit er im guten Licht dasteht, beziehungsweise bei Hate-Videos natürlich, dass da Hate-Kommentare gegen die Person kommen, gegen die er gerade gehatet hat. Also ich persönlich finde es nicht wirklich schade drum, dass der Matthias Sieris jetzt keine Server mehr führt und somit keine Leute mehr hinters Licht führen kann. Ich denke, da teilen viele auch meine Meinung mit. Und zum Beispiel auch, der Matthias Sieris hatte vor kurzem eine Auseinandersetzung, nenne ich es mal. Ich nenne es jetzt nicht einfach ein Hass oder sonstiges mit einem Chico Gold. Auch der Chico Gold hat jetzt ein Video rausgebracht, kurz nachdem dieses Video hier kam, sogar wurde mir zugetragen, mit dem Titel "Der Opa ist raus, kommt alle auf pixelerlebnis.net". Ich habe mich kurz schlau gemacht, was pixelerlebnis.net ist. Pixelerlebnis.net ist die neue Domain, worunter ehemals jetzt Ehrengames weiterleben wird. Mit dem restlichen Team Raiden Rising zum Beispiel wird dabei sein. Soweit ich das weiß, die Beraterin Sabrina hieß sie jetzt, glaube ich. Sorry, falls ich den Namen jetzt noch nicht richtig im Kopf habe. Also, den Server gibt es noch, nur eben ohne den Lügen Baron, den Hassprediger und was weiß ich, was alles, Matthias Sieris. Jeder, der seine Videos lange, lange mitverfolgt hat, der hat gemerkt, dass er auch viel gegen mich geschossen hat. In letzter Zeit war Ruhe eingekehrt, weil ich der Meinung war, ey, jetzt muss ein Gespräch her, das geht so nicht weiter. Und ich habe auch wirklich meine Füße stillgehalten. Ich habe nicht reacted oder sonstiges, weil ich nicht irgendwie wollte, dass auch noch irgendeine Scheiße von ihm kommt. Nun aber ist für mich der Punkt gekommen, wo ich reacten kann, weil jetzt viele Leute mitbekommen haben, wie er wirklich ist und mir jetzt endlich Glauben schenken, weil das, was viele jetzt mitbekommen haben, ist das, was ich schon seit Monaten äußere. Schreibt einfach mal eure Kommentare dazu jetzt unter dieses Video. Ich würde mich freuen, wenn jeder, es ist mir auch egal, Beleidigungen müssen nicht unbedingt sein. Wenn ihr mich jetzt Arschloch nennt, okay, das ist für mich keine Beleidigung, das ist vielleicht eure Meinung. Wenn es da zu tief geht, dann werde ich die Kommentare auch löschen, das sage ich gleich. Aber lasst uns doch mal in den Kommentaren mal kurz diskutieren. Es können sich jetzt auch gerne Leute melden, die sonst immer zu ihm gehalten haben, die jetzt merken, was er wirklich für einer ist. Es würde mich wirklich interessieren, wie viele Leute da jetzt auf einmal anders denken. Wie viele Leute sich von ihm, seinen Lügen, seinen Worten beeinflussen lassen haben. Ich habe auch bei mir im Teamspeak hier, bevor ich dieses Video jetzt hier angefangen habe, eine Person bei mir im Teamspeak mal gesucht. Und diese mal zu mir hochgemoved und habe gefragt, was sie davon hält und so. Das spiele ich euch jetzt einmal kurz ein. User was moved to his Moin. channel. Guten Morgen. Du hast das doch mit Ciris und ihren Games jetzt auch schon mitgekriegt. Ja, ich hab's gesehen. Ich habe das Video auch gesehen. Okay, was ist denn deine Meinung dazu? Also dazu kann ich ja nur eine Meinung abgeben. Einer ist immer der Loser. Einer muss immer verlieren. Okay, das ist eine ja, gute Meinung. Mehr muss ich dazu, glaube ich, auch nicht sagen. War die Okay. beste Entscheidung, die er treffen konnte. Super. Gut, dann danke ich dir. Jo. So, es gibt wirklich viele, die meiner Meinung sind. Ich denke mal, es wird jetzt noch mehr geben, die nicht nur meiner Meinung, sondern der Meinung vieler anderer sind. Lasst einen Kommentar da, lasst einen Daumen nach oben da. Von mir ist auch ein Daumen nach unten. Das ist mir gerade in dem Falle jetzt gerade egal. Bis zum nächsten Mal.